Und herzlich willkommen wieder bei Panzerkorps Battlefield EU. Mehr Spieler gegen Juden. Und die spannende Frage: Was hat er abgeschossen? Eine Park bei Odessa, das geht eigentlich noch. Oh, hätte schlimmer kommen können. Oder ist hier bei den ganzen? Ne, das war ich. Also, er kann halt auch alles lesen, deswegen ist es in Ordnung, wenn man die auch alles liest. Bei Gibraltar haben die noch ein Schiff. Der Kessel hat sich ergeben, genau. Und dann gibt es irgendwann Partisanen. Und das ist lästig, weil wenn die auf der Bahn stehen, kostet einem das Prestige und dann muss man die ganzen Sümpfe überwachen. Na, dafür muss man Leute abstellen. Oh Mann. Dann gibt es welche 7-8 Punkte, die ein bisschen wie Normalinfanteristen sind und 2-3, die ein bisschen schwerer zu entdecken sind. Ja, die Bahnlinien und hier ist nochmal der Effekt. Das ist die Prestige wegmachen. Okay, und da haben wir noch ein neues Schnellboot. Gut, dann schauen wir mal. Fangen wir an, du kommst da noch nicht hin. Ach, was will dieser Strat denn? Ich fürchte, der will durchfliegen, weil ab demnächst irgendwann sind strategische Bombardements erlaubt. Und wenn du dann zu viel Flieger auf den Städten hast, dann wird das alles unschön. So, der da meint sich einfach nochmal geheilt haben zu können. Auf den ersten Blick auch nicht so viel machen. Ihr könnt hier nochmal vorsichtig vorrücken. Sehen, ob ihr irgendwas seht. Da ist ein Infanterist. Werte an. Bei 5 ist ja trotzdem fast schon zweifelhaft. Es geht erstmal näher in die Stadt und gucken, ob ihr den Panzer schon rausgeschossen bekommt. Ja, und ihr könnt ihr den Typen natürlich umstellen. Und auch nicht wahnsinnig viel Prestige. Der Haken ist nur, er hat noch eine Verschanzung von 2. Können wir irgendwas dagegen machen? Unseren Jäger natürlich dahin beordern, weil der Bomber ist eigentlich noch damit beschäftigt, das Ding anzugehen. Andererseits könnte der Jäger auch diesen Strat jagen, bevor der zu viel Unsinn anstellt. Gut, dann kann man natürlich auch die Minen hier erstmal noch ignorieren. Den Bomber raufschicken, weil dann kriegen wir den vielleicht umstellt und zur Kapitulation. Und bekommen noch so ein bisschen Geld in die Kasse. Sollte jetzt eigentlich gar nicht zu viel treffen. Aber da ist fast alles unterdrückt. Jetzt müssen wir noch die Fluchtfelder zustellen. Ja, und dort müsst ihr mal hier raus. Wer hat jetzt? Du hast 4. Du hast 6. Hier sollten aber eigentlich ausreichen. Also weil alles von ihm unterdrückt ist, müsste ein Schaden ja ausreichen. Deswegen der Panzer, auch wenn er den schwächsten Angriff hat, den wahrscheinlich nehmen würde. Doch noch 3. Aber sie ergeben sich. Dann bringen wir mal ein bisschen Prestige rein und dann lauft ihr halt in die nächsten Züge in eure Position. Den noch ein bisschen treffen. 5-0 hat was für sich. Gut, vor allem, na okay, 6-1 ist aber auch in Ordnung. Die Pack könnte ja dann nächstes Mal auf den Panzerfeuern fahren oder sowas und du auch noch, wobei du kannst auch da, und dann kann die Flak auch noch da und vielleicht mal irgendwas machen. Das lief dann doch ganz okay, vor allem da noch ein bisschen Prestige abgegriffen. Also mit dir würde ich wirklich gerne das Ding jagen, fliegen. Bevor der hier zu viel Stress macht. Sehr schicker Treffer. So, ihr müsst da rein und den erledigen. Das muss wohl auch der Infanterist machen. Ist da drüben auch Ruhe. Du kommst hier rauf und kannst nächstes Mal da landen. Ja gut, jetzt haben unsere Schiffe nicht so viel zu tun. Könnt euch natürlich langsam da durchwühlen. So ein bisschen ganz fertig.
Eigentlich was für den Bomber, wenn der vielleicht nächstes Mal zurückkommt. So lange auch noch auf den schießen und ein bisschen Erfahrung abgreifen. Auf den Bunker. Ja, du würdest jetzt sogar wahrscheinlich einen Schaden durchdrücken. Ist angeblich auch ein 1-0, aber was ist, wenn der zurückhaut? Sonst erstmal da rein. Ja gut, jetzt für Unterstützung dahin oder dahin, falls man den Flughafen kriegt und die da absetzen kann. Definitiv was für sich. Und ihr müsstet eigentlich da vorne rein und dann da weg, weil da ganz viel böse Artillerie ist. Bin nur nicht ganz sicher, ob ihr es noch schafft, den Flughafen einzunehmen. Also wenn ihr da, dann habt ihr angeblich noch 1, 2, 3, 4 Felder auf der Straße. Könnt ihr dann vorher einmal hier hin noch? Angeblich soll es klappen, dass du dahin kannst und dann noch einen weg. Und ich ganz sicher bin. Also ich will hier ja ausreichend. Hey, da steht glaube ich jemand mit Dreierreichweite. Wenn du dann hier auf dem Fluss bist, ist das doof. Dann ist das mit dem Flughafen ein bisschen unklar. Und zugeben, du könntest natürlich sehen, ob du das Schiff noch getroffen kriegst. Oder dass nur dich trifft. Motor auf den. Und das Schiff ist deutlich teurer. Lass du schon mal da rein. Siehst, okay, hier ist auch noch so einiges an Zeug. Aber der hier mit Reichweite 3, dem will ich mich jetzt nicht anlegen und dafür musst du da hin und dann nächstes Mal vielleicht hier unten rum mit. Oder dich von hier durchschlagen, wenn du nur einmal auf dich schießt. Vielleicht überstehst du das gut, dann hätten wir hier einen, der hier von der anderen Seite mitschlagen kann, während du da außen rum eigentlich nichts tust. Wenn der einen üblen Angriff hat. Da werden wir wieder außer Reichweite. Wenn man dann fährst du nächstes Mal darum. Das dauert alles. Sagen, du fährst da an und hoffst, dass der nicht zu sehr drauf. Falls er sieht, er dich überhaupt. Er hat eine Sichtweite von 4, wie langweilig. Okay, fahr dahin und hoff das Beste. In dem Flughafen müssen wir nochmal schauen. So, ihr müsstet hier natürlich weiter vorrücken. Den werden hier irgendwas von seinen Flugzeugen. Er hat ja anscheinend keinen von unseren Fliegern abgeschossen. Die waren jetzt konzentriert, aber jetzt sind sie weg. Das ist auch nur der am Boden und hier wurde auch nicht groß geschossen. Die habt auch noch alle ganz brauchbare Lebenspunkte. Die scheinen sich hier aus Odessa schon zurückzuziehen. Okay. Ach, so langsam kann er denen doch Treibstoff geben. Ah, muss man die so langsam doch mal alle abschießen. Gut zu wissen, hier steht auch noch ein bisschen Zeug rum. Das muss natürlich auch noch alles weg. Hast du noch... hast noch Treibstoff? Du müsstest eigentlich dieses Feld oder hier die Umgebung mal aufdecken. So ein paar Mao-Infanteristen ist nicht so das Thema. Du hast auch noch halbwegs Treibstoff. Ich gehe drüben mal ein wenig auf. Mit deiner. Hat er denn bitte jetzt eine Luftwaffe geparkt? Ist die da drüben? Und hier noch ein Umkehren lassen, um den endgültig abzuschießen, tue ich mich schwer. Na gut, schauen wir uns erstmal das hier an. Bei 2, 3 dahin, ein bisschen fraglich, ob das das Beste ist. Aber da wärst du auf jeden Fall schon mal schön weit vorne. Die Frage,
Wollen die da natürlich auch loswerden? Ach, der steht auch im Weg. Aber gleichzeitig sollen unsere Leute möglichst weit nach vorne. Achso, könnt ihr den Brückenpio hier nutzen? Könntet ihr, wobei, warte, ihr könntet eh nicht so optimal da anlaufen. Wenn ihr hier in der Kontrollzone von den werden, wenn wir die Brücke da aufbauen, dann marschiert ihr massenhaft außenrum. Auch nicht so das war, aber der Brückenpio könnte einen Seitenangriff auf die Stadt geben. Wäre ein Anfang. Wir müssen den dann loswerden. Die scheinen sich alle ein bisschen schwer zu tun. Wir mal mit dem Infanteristen anfangen und einfach hoffen, dass er schafft. Sowas in die Richtung, aber jetzt könntest du dahin, weil du könntest auch den wegräumen. Ist auch ein bisschen heikel, wer den Angriff macht. Weil ja viele, viele noch weiterfahren könnten und weiter angreifen könnten. Weil du von da hinten... Ich glaube, du kämpfst sowieso nicht weiter als dieses Feld, auch wenn da frei wäre. Machst du das? Und auch nichts kassiert. Das ist schön. Der Bomber stand natürlich auch noch da, aber der kann jetzt schon weiter vorne aushelfen. Dann würde ich sagen, gehst du daran und machst den platt. Dann können die Panzer hier alle entspannter fahren. Ja, und damit wir das schon mal geklärt haben, der Aufklärer fährt hier durch. Weil wenn der hier eben parkt und jetzt noch weiter fährt, könnten wir nämlich da schon einen Zug vorbeibringen und die stauen sich genug da hinten. Eigentlich wäre es natürlich schöner, wenn wir hier direkt... Ja doch, hier geht die Schiene von hier da rein. Wenn wir hier noch irgendwie einen Ort kriegen oder hier eine Artillerie reinparken, die haben ja alle keinen Treibstoff, könnten wir da direkt mit reinschießen. Gut, das heißt, ihr müsst die aus der Seite räumen, vor allem um sie zu räumen. Die allergefährlichsten Gegner. Weiß nicht, also wen kriegen wir von hinten? Ah ja, das ist glaube ich auch nebenbei ein Panzerjäger. Du den jetzt einfach ohne große Kommentare abschießt. Sehr schön, das entspannt die Sachlage doch auch schon wieder ein Stück. Kommt von euch aber trotzdem keiner da irgendwie vernünftig an den Ort ran. Ja. 2, 2, 1. Ist nun wirklich eigentlich nur ein Nebenort. Das ist zwar ein sehr schnelles Fahrzeug, aber an alles kommt er dann auch nicht mehr ran. Wie du das von da von der Seite noch ein 2-2 könnte, dürfte vielleicht irgendwie reichen. Ihr habt dann sonst das Problem, dass das hier alles auch so ein bisschen querfeld ein ist. Wenn ihr dahinter die Straße nehmen könntet, wenn wir hier gut Gas geben, dann seid ihr alle relativ schnell da vorne. Also jetzt ein paar von euch sollten auch bestimmt hier noch lang. Und das ist wieder, alles hängt irgendwie zusammen. Ah, wir kriegen hier mal den Hinweis mit Leningrad, da gibt es auch Felder, wenn die gehalten werden, kann man das belagern, aber das kann 1 bis 2 Jahre dauern, bis da spürbar was passiert. Und wenn man auf den Feldern steht, ist man halt in Reichweite dieser Artillerie. Und andere Artillerien da drin, da muss man ein bisschen aufpassen. Jo, aber ihr... Weil die Pack kann gefühlt auch noch den anderen Ort einnehmen. Er hat ja auch einen Transporter und solche Leute sollten durchaus Vorfahrt haben. Du hast keinen Transporter und kannst dir nachher irgendwann per Eisenbahn mal hinterherrücken. Jede Stadt in Ersteinnahme bringt auch ein bisschen Prestige, daher kommt mal wieder das Geld her. So, diese Arti kann per eigenen Transporter sehr gut vorrücken. Und jetzt also die Frage, was machen wir mit dem? Wir könnten natürlich ein Flugzeug schicken. Sonst den einmal, passiert nicht viel. Baden könnten wir auch machen, aber wir können die hier schon treffen.
natürlich eine Flak. Das ist noch so eine doofe Flak. Das ist alles nicht so einfach. Aber da brauchen wir vielleicht die Feuerkraft, um auch diese Orte da leer zu räumen. Und wenn da vielleicht dieser Aufklärer hoffentlich rein. Wie gesagt, die erobern und raus und dann Zug rein. Das wäre sehr, sehr schön. Und irgendwer muss auch darum. Es gibt 10.000 Sachen zu bedenken. Und man muss irgendwie eine Einheit mal finden, auf der man anfangen kann. Und ich habe keine Ahnung, wo seine Flugzeuge sind. Wenn die sich jetzt sammeln in einer großen Luftmeute, also das wird lustig. Oder das war der, der jetzt schon bewegt war. Das waren die Infanteristen, die schon dran waren. Ja, du kommst da nicht ran. Man könnte natürlich fast schon da parken. Jetzt mal sehen, der Pio käme da ran. Bomber schicken. Andererseits ist die Stadt wirklich eigentlich akut nur ein Nebenziel. Andererseits käme man hier, die fahren ja durchs Gestrüpp, da vorne staut sich ein bisschen, käme man ab da hinten auf der Straße relativ fix vorwärts und könnte auch noch hier hinten rein abbiegen. Also eigentlich möchte ich die Stadt haben. So, hätten wir das geklärt. Brauchen wir wahrscheinlich auch einen taktischen. Ja, mit dem Held schicken wir mal den anderen. Wir hoffen, dass die sowjetische Luftwaffe da drüben eigentlich nicht sein kann und der ungedeckt stehen bleiben kann. Aber er macht ihn. Ach Mann. Hätte man auch einen Strat schicken können. Ihr auf 2-2 und ihr bleibt alle auf, kommt nicht dran. Artillerie ist auch nicht in Reichweite. Ja, das Ding kann man höchstens noch schicken. Ja gut, ich würde sagen, der Brückenpio haut dann drauf. Das Ding und dann mal gucken, was noch benötigt wird. Falls er es überhaupt schafft. Aua. Danke. Danke, liebe Flagge. Das war sehr schön. Jetzt könntet ihr schon darauf und wenn der weiterfährt, dann kommt der ja dann noch weiter rum. Frage, wenn du dahin fliegst und der Panzer den Flugplatz einnimmt, dann hätten wir einen Infanteristen, der sich schon um den Ort kümmern kann. Brauchen wir da oben gerade Leute? Eigentlich nicht. Könntest du hier rum und dann könntest du vielleicht nächstes Mal da den Ort angehen. Du fährst dann mal dahin. Du fliegst dahin. Steigst dann nächstes Mal aus, wenn der Panzer weg ist. Hilfst dem anderen, das hier so ein bisschen absichern und hier vielleicht drauflaufen. Und nach Novgorod schauen, dass man die Gegend ein bisschen gesichert hat. Ach ja, du solltest fahren. Am besten eigentlich auch so weit, wie du kannst. Ja, die Frage wäre, ob die vielleicht bei dem Ort noch Feuerunterstützung aus der anderen Seite brauchen, falls irgendwer den dann noch eingenommen kriegt. Und da sind wir wieder bei der Frage, welche Gruppe hier am besten zuerst fährt und wie man das zieht. Und sonst was. Also wir brauchen Mogilev hier drüben, um hier in den Kiew-Kessel an die beiden Felder ranzukommen. Mal die direkte Straße, da ist eine Brücke, da sind Feinde, Fluss, alles schlecht. Wir müssen hier rüber. Haben wir halt auch so diese gewohnten, etwas unschönen Kampfergebnisse. Ja, wir haben aber auch nur eine Handvoll Angreifer, weil die ja alle noch von hinten nachrücken müssen. Ist der Plan, war es hier, den Ort schon mal zu erobern? Mit einem Doppel- oder so. Auf jeden Fall könnte man hier schon mal schwächen. Also einmal entschanzen, was aber wohl wo nicht so viel bei rumkommen wird. Trotzdem ein 2-2 auf den, bist nur langsam ziemlich Schrott. Na gut, du könntest da anfahren, hoffen, dass es wirklich nur dass es wirklich ein 3-1 wird. Doch hierhin, warte, wenn du in den Ort rein und auch wieder weg sollst.
Die Straßenfelder hättest du denn hier gerade? Wie? 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5. Würde eigentlich hinhauen. Oder du räumst den weg. Weil ich würde sagen, wir machen nur einen Luftangriff auf den und ein 3-1. Und hoffen dann. Wir packen mal da. Ach, Mann. Brauchen wir wahrscheinlich doch einen zweiten Luftangriff. Und ich auch vom taktischen. Um irgendwie noch Schaden durchzudrücken. Du kommst mal zum Flughafen zurück. Weil der schwere Jäger soll auch irgendwas machen. Also irgendwo irgendwas Dekoratives, versteht sich. Richtigen Schaden durchdrücken. Wo kämen wir denn da hin? Du bist auf 3-1. Danke. Achso, jetzt kommst du dabei nicht mehr wieder raus. So, weil du hier teilweise die Straße verlassen hast. Ich verstehe. Ja, stehe, aber wenn du da reinfährst, die Straßen oder Felder hast, hättest du 2, 4, 6. Du brauchst dafür 2, 4, 5. Einer groben Einschätzung nach sollte das reichen. Aber anscheinend kommst du auch nicht weg. Ach nee, die Straße hört da ja auf, deswegen wirst du langsamer. So viel dazu, irgendwas großflächig schon mit der Bahn nachzuziehen. Aber es wäre ja auch zu schön. Wahrscheinlich hätte man doch mit dem den erledigen versuchen zumindest müssen. Und dann halt aber ich weiß gerade gar nicht, wenn man mit dem Zug da reinfahrt, kann der eigentlich aussteigen? Erobert er das? Das habe ich nie so recht probiert. So, was wir noch tun könnten, ist auf den hauen mit dem. Dann könnte der von der anderen Seite dran und hoffen, dass ihr den zerlegt. Das kann natürlich auch übel schief gehen. Aber wenn der weg wäre, hätte man hier halt auch noch einen Ort, wo Züge ran könnten. Und du kannst sie immer noch im Ort parken oder halt sehen, was noch geht. Bei 20 ist natürlich teuer, weil teure Einheit. Andererseits müssen wir Gas geben. Dann 0,5, das wäre sehr solide und die könnten, glaube ich, alle höchstens noch hinterherrücken. Da wird man natürlich den Ort erstmal sein lassen. Aber dann müssten wir halt später dann noch irgendwie ran. Komm, du machst ein 2-1 und dann schauen wir mal, ob wir den kriegen. Dann haltst du hier schon mal runter. Und machst den platt. Nein. Tja, und du. Wobei die Frage ist, ob du da reinfährst oder man lieber andere Einheiten schon mal weiter vorne haben will. Dann hast du dann sauberes 5-0 auf den und ich glaube, das wird dir von nichts getoppt. Dann heizt da schon mal hin und trefft den. Sehr schön. Jetzt bin ich mir nicht mehr ganz sicher, ob Züge das einnehmen können und ob man in so einer Stadt aussteigen darf. Natürlich erstmal mit irgendeinem harmloseren Zug. Ach, der kommt trotzdem nicht dahin. Das irgendwo testen. Andererseits, du bräuchtest zum Beispiel das Feld, um darum heizen zu können. Du fährst so über den Brückenpio, ist das? Achso, ja gut, hier ist halt die Straße nicht, deswegen ist das alles komplizierter.
Deswegen ist der Brückenpio da sogar fast ganz nett platziert. Wenn du da stehst, da oder da. Zu fahren ist es ja fast egal. Du fährst sonst mal hier rein. Aber hier ein Feld so oder zwei Felder aus der Stadt heraus. Nach da drüben hin, sonst fährst du auch mal dahin. Ist das mit dem Brückenpio richtig gelohnt? Könnten wir mal. Hier ist irgendwo bestimmt ein Lama-Infanterist mal auf dem Zug. Ob das? Also die Stadt wird offensichtlich nicht eingenommen. Ich glaube, man kann nur einen eigenen aussteigen, falls ich es jetzt nicht falsch verstanden habe. Das hieße, wir kriegen noch nicht wirklich Zeug nach vorne, erst ab dem nächsten Zug. Aber nächstes Mal kannst du ja da rein hüpfen und wieder rausfahren und dann könnte man einen Zug da reinstellen. Ja, und du kannst dann eigentlich mal da rein hüpfen. Und ihr kommt hier mit. Hier, also ich hätte noch ein 2-2, aber das muss jetzt nicht wirklich sein. Vom Fahrzeug heraus. Könnt ihr euch ja da hinstellen und im Zweifel dann nächstes Mal in einem Angriff, wahrscheinlich einen Angriff, hoffe ich, die Stadt zerlegen. Die Arti kann ran, dann haben wir zumindest eine schon mal, die da mitfeuern kann. Und wer sonst noch hier ein bisschen ist. Es gibt der Flammenpanzer, der wird gegen Städte auch noch ganz hilfreich sein und da müssen wir aufpassen, dass wir die Stadt nicht belegen, dass er zumindest ein Zug irgendwie mal rein kann. Und demnächst aussteigen. So, was ist da noch hier alles an Zeug? Wo gehst du am besten auf ein Fahrzeug? Ach, du hast auch ein LKW, ja, das trifft sich doch. Na, ich habe eigentlich zwei Mann, das sollte für die Stadt reichen. Stellt sich mit deinem LKW da mal an. Ihr seid alle ein bisschen langsam. Gut, du könntest den Ort noch einnehmen, du hast auch noch ein LKW. Sehr schön. Da ist noch eine Pack. Kann da oben rum. Genau, mit in Richtung des Flugfelds. Wobei hier gerade die Frage ist, ob wir nicht noch irgendwas anderes haben, was da am Ende lang will. Und du fährst jetzt nicht in die Stadt. Weißt du was? Das war natürlich gleich eine Treibstoffverschwendung, die nochmal hin und her zu schicken. Du packst da. Und du hast hier auch irgendwie was Transportartiges. Dann kommt damit hinterher. Tja, wo ist die sowjetische Luftwaffe? So, die Flugzeuge sind natürlich da und hier unter Kleinkrambewegung, aber das wird schon. Okay, wir können natürlich sehen, Gegner hier gerade auf dem Fluss stehen. Natürlich noch ganz schick treffen eigentlich. Wie sieht's denn so im Süden aus? Züge, die sich stauen, Fahrzeuge, die jetzt langsam Treibstoff haben. Die man dann doch mal irgendwann zerlegen müsste. Zum Glück kann unsere große Flak da auch ein bisschen mitschießen. Muss sie fast schon, weil das einfach häufig hier noch nicht so ganz sauber rankommt. Bevor die einem zu viel Stress machen, würde ich den hier wohl doch lieber einfach gerne frontal abschießen. Oder sowas in die Richtung. Oder noch zu weit weg. Ah, die packt da, kommt. Ich meine, du kannst das 2-0 ja eigentlich auch schon machen. Seht ihr euch nicht alle zu übel im Weg? 4-1. Zu den ganz offiziell nicht erledigen. Aber dann könnt ihr hier schon mal weiter nachsetzen. Wächst dann da hinten mal irgendwo aus. Und ihr kommt da schon mal näher ran. Ist
auch irgendwann Treibstoff kriegen. Ja gut, es war durchaus damit zu rechnen. Aber in dem Moment, in dem es passiert, ist dann doch etwas unschön. Müsste hier nur einen Schaden verpassen. Ah, die müsste eigentlich alle hier hinten rumheizen. Also ich will mich nicht zu lange mit den Typen da befassen müssen. Er kann hier einfach hier nach hinten beordern. Ja, ich arbeite noch an einer Lösung. Oh, nee, kommt an dem nicht vorbei. Du hast ein 2er oder du hast ein 4-1 auf den. Das klingt auch ganz solide. Bist auch ein 4-1 auf den. Was auch sehr solide klingt. Danach musst du als Brückenpion natürlich irgendwann nochmal nach vorne. Gut, der müsste dann bitte auch mal weg. Würdest du dich dafür teilweise auf den Fluss stellen müssen? Oder du so von der anderen Seite ran, das ist alles nicht so das Wahre. Zumindest nicht die stärksten Panzer, also auch nehmen sie noch nicht die teuersten. Hier bald aktiv werden, aber unschön ist ja trotzdem, wenn die Armee einfach durch die Gegend fahren. Gut, die nachsetzende Infanterie kann die zumindest gut treffen und der hat ja eigentlich auch noch gar keinen Treibstoff. Also nicht das größte Problem. Dann müssten wir eigentlich ja hier sehen, weiterzumachen. Und hier die Frage. Erstmal, was sieht man denn? Vielleicht zwei Aufklärungsflugzeuge. Ah, da sind noch zwei feindliche Flieger. Du siehst drei Felder. Ein bisschen hier zwischenstellst. Eigentlich, also ihr müsst ja das sehen. Da fliegst du am Ende in einen rein, das wäre auch sehr doof. Oder du fliegst hier hin. Okay, die Luftwaffe sehen wir zumindest noch, diesen Verband. Ist jetzt sogar von hier dahin, aber das lohnt nicht. Die Arti dahinter, die schießt noch übel mit die ganze Zeit. Würde keinen großen Spaß machen. Gut, ich hätte jetzt schon Angst, dass, also, die sind ja irgendwie weg. Dass die auch weg werden und sich am Ende hier treffen und einen riesigen Verband bilden und dann am Ende noch einen deutschen Verband niederschießen, dann gäbe es richtig Stress. Nur so sagen, du kommst von hier noch nicht dran. Ist halt so. Kommst da ran, aber Spaß machen würde das auch noch nicht so richtig. Wir müssen halt diese Artillerie da ausschalten. Erstmal wird er die Frage, den richtigen Einsatzpunkt finden. Ach, und das ist die Pakt, die er zerlegt hat. Indem der da... Das Ding sollte den Panzer da angehen. Hat nicht so ganz geklappt. So, da hat er auch noch so ein blödes Vor. Erstmal sehen, wo es ranzukommen. Hier schießt das Teil ab, sehr schön. Den ganzen Fluss rumfahren. Ja gut, wo geht denn das noch? Da oben irgendwo, lass mal gut sein. So, das Ding müsste weg. Schaffst es wahrscheinlich nicht. Also wieder eine Menge Stress. Ihr müsstet eigentlich sehen, hier irgendwie vorzurücken. Ja gut, an die Art, die da hinten rankämst, das hätte was. Geht's bei euch aus? 2-1, ja. Wo du hast ja mal ein 4-0. Schön, wenn der weg ist, dann könnt ihr hier mal in Ruhe vorrücken. Andererseits, jetzt habe ich fast Angst, dass die Einheiten, die von da nachrücken, noch im Weg steht.
Und so ist es die ganze Zeit. Man fürchtet, dass man sich selbst im Weg steht und sich hier auch nicht so viel bewegen darf. Oh, du könntest noch auf den schießen, weil du eh kein großes anderes Ziel kriegst. Läuft ja fabelhaft. Naja, Flugzeuge da draußen. Frage, die könnten wir natürlich überfallen. Oder die hier. Das sind auch mehrere Jagdflugzeuge. Ja, wohl auch erstmal nahe. Jetzt, ach Mann, ich stehe in so viele Einheiten auf dem Feld, dass ich hier ständig hin und her springe mit dem, was ich tun möchte. Also bringen wir mal eine Front hier ein bisschen weiter. Ihr könntet natürlich auch den Jäger abschießen, wenn nicht viel los ist. Aber wir sollten eigentlich hier weiter rein. Zum Beispiel versuchen, den Panzer zu treffen. Könntest du auch immer noch da und dann die Artillerie abschirmen, wenn die sich dahin stellt. Okay, du hast immer noch 2-3. Und das, ne? Och, Mann. Okay, er zieht sich immerhin zurück. Was ist nur ein 3-0? Das ist eine Pack, das ist nicht sehr schön. Ja. Wird übel für den rumänischen Panzer. Und zur Deckung kriegt man jetzt auch nicht mehr angeschoben. Aber sonst will ich das Ding da wenigstens loswerden. Immerhin, das wird relativ wörtlich genommen. Würde ich sagen, schiebst dich daran. Naja, du hast es versucht. Wo eigentlich hier hin? Das ist ein 2-1 auf die Pack. Ich wollte dich hier um die Artillerie abzuschirmen. Treffen tust du die Pack hier auch nicht. Den jetzt zu treffen auch eher schwierig. So, dann könnte der da hin. Kommt der da und prügelt auf die Artillerie. Das ist auch nicht so das Wahre. War nur da hin und dann rückt ihr hier nächstes Mal hinterher. Kannst du ja da hin, dann könntest du auch da oben aushelfen. Und ihr kommt dann hier drüben erstmal mit nach vorne. Alles soweit möglich. Da könnte aber noch auf die da schießen. Okay, du bist ein bisschen außer Reichweite für das alles. Könnte auf die schießen, das ist eine Form, ne? Also das vielleicht, wenn nichts passiert, ist es halt so. Und du bräuchtest eher mal Heilung, bevor du da irgendwie wieder groß in den Einsatz gehst. So, du bist noch... Na gut, du könntest den jetzt auch mal platt schießen. Sehr freundlich. Tja. Will ich einfach ganz frech hier vorne seine Jagdflugzeuge rausschießen oder halt die er hier reingeschickt hat. Bin noch nicht ganz sicher, aber ihr seid dann... Also Landeinheiten technisch so weit gezogen und keine Ahnung, ob der Panzer durchkommt. Diese Packdinger sieht man halt auch nicht, bis man daneben steht. Das macht es immer wieder wahnsinnig stressig. Ihr könntet hier vorrücken. Der Aufklärer kann ja auch nochmal vorrücken und ein bisschen sich die Gegend angucken. Jetzt bin ich nicht wieder lang genug in der Stadt stehen geblieben, sonst hätte er die locker schon angemacht. Das ist manchmal etwas nervtötend. Aber du siehst zumindest, dass der Weg hier rum frei ist. Du müsstest, wir kommen, ne, da Kontrollzone, von dem die Kontrollzone. Komm von da einfach noch nicht sauber an die Artillerie ran. Aber zum Glück haben wir auch eine eigene Artillerie.
mit ausreichend Reichweite ihn nächstes Mal für uns mitfeuern kann. Und dann werden wir uns wohl erstmal hier ein bisschen vor dem Ort nur aufstellen können, ohne zu viel machen zu können. Da, warte, wo der Treibstoffmangel? Am Ende fährt er doch hier hin. Bin ich mal davor. Bis dahin, ja, dann haben wir durchaus einiges an Artillerieunterstützung. Bis da noch, ja, angreifen ist halt doof. Oder hier und dann versuchst du nächstes Mal da durchzufahren, ob du die Kanone schon triffst. Aber da wirst du am Ende unschön angegriffen. Ist ja trotzdem nur ein Motorbike, das er hat. Nicht zu viel tolles Zeug. So, und ihr müsst euch hier mal so gut es geht um diese Fahrzeuge kümmern. Aber da hätten wir natürlich hier auch hypothetisch. Das war ja gut. Du könntest hier von der Seite, du hast zwar wieder gesagt, nur so ein Motorbike. Ja, der Panzer kann ein bisschen was. Könntest da auch noch rum? Wir könnten auch eine Pack rumschicken. Nicht mehr aussteigen. Ach, der übliche Stress. Du hast da einen LKW. Du hast zum Glück auch einen LKW. Ja, die standen da teilweise schon auf Flugplätzen bereit. Das natürlich von hier rein und den noch erledigen. Bei den Flugzeugen kommst du eh nicht ran. Oder du versuchst den da übel zu treffen. Sehr übel. Einer weniger, der entkommen kann, dann würde ich sagen, du gehst doch auch schon den an. Naja. Ihr könntet Gas, aber warte, die. Oh ne, da ist ja auch eine Kontrollzelle. Müsste schon direkt da rein, da. Ich weiß nicht, ob wir den da so hinschieben können im Transporter. Also als Halbkettenfahrzeug ein bisschen was wird er abhalten. Ihr müsst euch eigentlich auch hier für eine Schiene bereit machen. Ihr habt einen LKW. Na, da aussteigen. Das ist nicht gerade sonderlich frontnah. Du. Eigentlich brauchen wir dich so nah wie möglich. Wenn du vielleicht nächstes Mal dahin fährst und dann. Also. Und zwar du dahin. Du kommst etwas auf der Straße mit und ihr macht einfach alle weiter. Jetzt ist natürlich die Frage, welche Züge. Den lassen wir da nächstes Mal aufsteigen. Vielleicht einen der Pio von hinten. Wenn man jetzt noch herausfindet, auf welchem Zug die sitzen. Das ist Artillerie. Ach, ihr wart noch gar nicht neu auf einem Zug. Kommt ihr da hin? Er will da hinkommen. Die haben hier ein Transportfahrzeug. Die kommen dann gut ran. Und für die Artillerie nutzen wir dann nächstes Mal da, da, gegebenenfalls da. Und dann wird die auch in Reichweite. Je nachdem, ob wir den Ort noch kriegen. Ist der schon mal geklärt wäre. Gut, sehr viel Kleinkramverschiebung im Hinterland. Kämpferisch wäre es das aber, glaube ich, das meiste. Wir machen wir das ganze Organisatorische gleich mal. Das stresst immer so ein bisschen. So, hier in Afrika ist eigentlich, glaube ich, gar nicht viel passiert. Wenn überhaupt irgendwas. Die britischen Flieger sind auch weg. Kommt leider nicht so an denen ran. Die Frage, aber der wird von der Artillerie gedeckt. Und da stand noch eine Pack. Die sehen wir gerade nur nicht, aber die ist da. Tja, du könntest natürlich sehen, ob du den einkesselst. Dann hast du nur fast keinen Treibstoff mehr.
Aber wenn es gelänge, den auch noch festzusetzen, weiß jetzt aber nicht, wie viel Verstärkung da drüben erwartet. Und warte, die Briten sind sehr wohl noch da. Hier einfach auf die Panzer gebombt. Das kostet auch endlos viel, die wieder hochzuziehen. Muss das sein? Hey, wir haben jetzt, na gut, wieder zwei Jäger, die wieder keine echte Chance gegen die haben. Jäger Nummer 3 kann nicht viel mehr tun, als zum Flughafen zu fliegen. Das sind die besten Grundvoraussetzungen. Da kommt der Strat nicht ran. Weil das taktische Bomber, ihr könnt ihn zwar treffen, aber die Flak wird übler auf euch draufhauen. Läuft also alles in allem gesagt großartig. Ja, du musst auftanken. Ja gut, also ihr könnt ja mal auf den hauen und sehen, was passiert. Das ist jetzt nicht viel, du bist auch nur auf 2-1. Und ihr habt auch alle nur sowas wie ein 1-1. So, das ist sehr überschaubar. Und wenn wir dann mit einem taktischen Bomber da rangehen, der wird ordentlich von der Flak was abbekommen. Der eine Strat, den wir haben, der... Da kommt da, warte, das ist ein Aufklärer. Ja gut, du könntest ja hier nochmal mitgucken, bevor wir den anderen da anfliegen lassen. Ah, was haben wir denn hier? Britische Schiffe. Du könntest dem Bufer einen unglaublich heftigen Schlag verpassen. Kommt ihr da ran? Naja, da hinten ist dann auch das mit dem Treibstoff nicht so lustig. Das ist natürlich dann übel ohne Treibstoff in der Wüste festsitzen, muss man dazu sagen. Aber wir könnten halt versuchen, den Infanteristen festzusetzen, die Artillerie hier nächstes Mal mit rüber zu schieben. Dann in der Hoffnung, dass das alles hält, ihn richtig schön zu erwischen. Sehr viel weiter wirst du ja auch nicht fahren können. Frag dich, ob du da noch wieder wegkämst. Also wenn du das Feld besetzt, ist der natürlich so ein bisschen festgesetzt. Ansonsten hier 2-1, 2-2. Aber den effektiv zum Rückzug zu treiben ist auch eher unwahrscheinlich. Aber nur ein 3-1, unangenehm. Aber den müssten wir eigentlich treffen, auch wenn der dann etwas treibstoffarm in der Wüste festhängt und unsere Luftwaffe auch nicht so wahnsinnig viel tun kann. Ich dann sieht optisch zumindest näher aus, wenn man gegen die Schiffe was machen will. Die Frage, ob ihr schon rangeht. Den Flieger nerven halt, wenn die einfach unsere armen Fahrzeuge angehen. Gut, wenn du... fährst, den versuchst zu treffen und den damit auch so ein bisschen festsetzt. Andererseits, dann kannst du hier an der Küste auch von feindlichen Zerstörern getroffen werden. Sonst fahr doch erstmal hier hin. Och, echt jetzt?
Mann. Jetzt wird er da ohne Treibstoff festsitzen. Wow. Das hat sich ja mal so überhaupt nicht gelohnt. Und da kommt noch einer dieser Fighter und die sind besser als unsere italienischen Fighter. Das ist echt schwierig, macht da irgendwas zu tun. Da, dann wird wahrscheinlich abgeschossen, weil du demnächst keinen Treibstoff hast. Ja, dann müssen wir nicht irgendwie dahin und ihm helfen. Nur das wird kompliziert. Wir können den hier auch nicht so wirklich vernünftig angreifen. Natürlich auch Spaß, mal versuchen, seinen Jäger da anzugehen. Aber 3-2 halt. Und er weiß, wie übel das am Ende schief gehen wird. Auch noch eine Reichweite von 1, also kannst du auch nichts irgendwie abdecken oder so. Es ist, ist ein bisschen unschön. Die Artillerie auf den LKW packen, es gibt auch wieder Stress. So gut. Dann dem nochmal Hallo sagen. 2-1 mal wieder. Oh, Mann, oh. Hier klappt aber gerade auch gar nichts. Anzugreifen lohnt sich auch nicht. Ja, hm. Von außen rum nicht ran und hier frontal steht natürlich der Infanterist dezent im Weg. Du könntest dich hier wenigstens irgendwo hinstellen, wo wir ein eigenes Flugzeug mal rüberstellen können, um dich ein wenig zu schützen. Andererseits, ja, es ist hier gerade ein bisschen, also weil so wenig funktioniert. Die Flotte ist auf dem Weg. Auch eine neue Einheit für euch. Und nächstes Mal aussteigen. U-Boot kommt dran. Sind wir noch ganz fit? Wenn die da bereit sind, kurven da rum. Ihr könnt natürlich auch noch zwischen, wobei du hast noch jede Menge Treibstoff. Ein bisschen rum. Ja gut, das ist nur ein kleineres Schiff. Wenn sie da bleiben, den von hier oben bräuchten wir halt auch langsam mal. Also reichen dann 8 Stärkepunkte. Vorläufig ja, damit ihr alle mal endlich hier runterkommt. Das Schlachtschiff brauchen wir noch. Wird auch jeder einzelne Stärkepunkt wichtig sein. Du kommst da lang. Würdest da schon mal aussteigen. Das ist eigentlich der ist die ganze Kleinkram-Sortierung. So, du kommst jetzt zum Flugplatz. Ich am Ende vielleicht noch umrüsten könnten. Ich weiß gerade nicht, ob die schon die tropische Version für das Ding haben. Weil hier ist so einer ähnlichen Bezeichnung. Und wir müssen ja eigentlich ein bisschen in die Richtung von dem, um ihm zu helfen. Ich würde mit den Flugzeugen halt defensiv agieren, weil wir gerade noch nicht so viel gegen die Briten machen können. Vielleicht halt, wenn der dritte da ist. Steht hier halt nur so endlos weit draußen schon. Relativ allein, das ist ein bisschen unschön. Ja, vielleicht den Tropenpanzer ein bisschen entgegenstellen, entgegenschicken. Halt, passt da auf. Ich könnte zwar alle schön auf LKW fahren, aber werden. Wo ist dahin?
Artillerie dahinter. Dann fliegt einer von euch da ungedeckt. Natürlich auch Unsinn. Aber jetzt steht schon. Bomber schießen die am Ende ab. Oder wir schicken den Stärkeren von denen einfach dahin. Um den ein bisschen abzudecken und hoffen, dass du zum Flugplatz noch zurückkommst. Ich nehme mich auch hier drüben hin verlegen und da noch von euch drüber stellen. Ist der auch gedeckt. Und ihr bewegt euch hier noch ein bisschen rum. Nochmal ein Feld zur Seite stellen. Nicht, dass er dich einfach so bomben kann und dann immer noch einfach stumpf wegfährt oder sowas. Okay. Wen haben wir denn hier noch? Er bleibt erstmal da. Fliegt dran, wartet ab. Du fliegst zum Flughafen. Du kannst hier vorne eigentlich auch nichts erreichen, aber du hast eine Menge Treibstoff. Du könntest eigentlich hier auch schon, finde ich, voll mit dran fliegen. Ersatz gibt es für dich nicht viel zu tun. Weil du hast den Treibstoff. Flieg da schon mal hin. Und nicht sofort zum Flughafen. So, du kommst. Ach nee, der ist schon. So, was haben wir dann hier oben? Einen britischen Flieger, der über unserem U-Boot steht. Und der hat zuletzt irgendwo einen Zerstörer fast erwischt. Probierst du mal Volldampf, in der Hoffnung, dass da keiner ist, der dich sieht und entdeckt. Wenn die Volldampf geben, ist die Verteidigung ein bisschen reduziert. Also so voll aufgetaucht sind. Ja, dann haben wir hier einen Zerstörer in der Nähe, der fast versenkt wurde. Wie schnell sind die Dinger nochmal? 12. Ja, bei dem war der, glaube ich. Hat eine ähnliche Reichweite. Könnte also sein, dass wir den da hinten noch irgendwo finden. Aber du bleibst wahrscheinlich trotzdem lieber getaucht. Hier andere Zerstörer auftauchen. Du könntest ja auf Verdacht halt mal gucken, ob du den siehst. Volltreffer. Du bist ein Standpunkt, voll auf dem gelandet, aber er lebt leider noch. Das U-Boot wäre nicht angekommen, auch voll aufgetaucht. Also zumindest kostet die Heilung von dem, der auch ein Vermögen und ist ein paar Runden draußen. Aber was haben wir hier? Ein Merchant. Das ist auch gut zu wissen. Die müssen wir nämlich nach Möglichkeit abschießen. Dann die U-Boote. Bitte zur Jagd. Das bringt Prestige, wenn wir ihn abschießen. Und wenn er durchkommt, kriegen die Alliierten halt Prestige. Das ist ja nicht so lustig. So, Alliierte. Wie sieht's denn bei euch aus? Da ist ein Jagdflugzeug. Was will der denn hier hinten? Geht nebenbei der Sprit aus. Der kann ja eigentlich gar nicht so viel machen. Wahrscheinlich nur ein bisschen gucken. Da steht einer rum. Was ist denn deren tieferer Zweck hier drüben? Ach nein, eigentlich soll das... Egal. Tja. Ach, ich habe sie eh zu weit nach hinten gestellt, also was soll's. Da ist auch einer. Bei diese britischen Jäger drin. Würde dafür sprechen, den schweren deutschen Jäger noch zu halten. Überlegt hat, ihn an die Ostfront zu schicken. So, und dich müssen wir auch erstmal eher fit machen. Bevor du irgendwo in den Einsatz fliegst und der andere kriegt auch noch einen Lebenspunkt. Weil ihr die ganz dringend gebrauchen könnt. Okay. Auf dem Flugzeug. Fliegt die Küste entlang und hofft, dass ihr nicht entdeckt werdet. Und jetzt haben wir noch jede Menge Einheiten zu organisieren. Zum Beispiel auch die ganze Luftwaffe hier oben, kombiniert mit der Frage, wer bitte die sowjetischen Flieger sind, wenn wir sie
ganzen Radius bisher nicht gesehen haben. Jetzt da, da, da oder sonst wo sind. Da sagen wir uns, es ist auch egal, wo die sind. Angriff. Also die Flak nervt da. Wenn die da nicht nerven würde, könnte man da richtig schön auf alles draufhauen. Was fliegt. Könnte auch mit unserem Helden einfach hin und 7-1 auf den machen. Dann wäre die Flak bei weitem nicht mehr so gefährlich. Und dann könnten wir die Luftwaffe auch offensiv auf die Einheiten ziehen. Next 1, ja, jetzt hättet ihr wahrscheinlich die ganzen Angriffe zu null. So wie man sich das auch wünscht und vorstellt. Und kann die Flak haben. Oh ja, die ist dann auch relativ bald leer geschossen. Da ist eine neue Flak. Reichweite 2, ja so. Na gut, das heißt, ja, die Felder darf man doch nicht so sehr angehen, sonst habt ihr das nur ein bisschen beschossen und bei den anderen gucken wir nochmal. Natürlich hier wieder einen Bomber über den parken. Überlege, ob man nicht einen noch nach hinten schickt. Nach Wien und dafür sich ein Jagdflugzeug holt. Also in einem halben Jahr und gegen viel Geld. Andererseits wäre es wirklich eine Menge Geld. Deswegen schauen sich, also du fliegst dahin. Drückst tatsächlich einen Schaden durch. Massive Unterdrückung. Ja, dann können die. Also ihr könnt ihr sogar noch angreifen dann. Danke für gar nichts. Frage, ob man noch auf den geht. Also je nachdem, was die feindliche Luftwaffe so geplant hat. Und der wir jetzt halt nichts wissen. Da ist man noch von einer Flak unter Beschuss, aber die Stadt soll das ja nicht so sehr stören. Wenn ich mich richtig erinnere. Seht ihr hier mit und sehen, ob ihr die ein bisschen geschwächt kriegt. Also die Munition aus. Ihr trefft die auch alle ganz ordentlich. Wir hier vor allem noch Jagdflugzeuge. Wenn man davon ausgeht, dass der sicher steht und die da. Tja. Natürlich noch den Panzer treffen, fliegen. Ein sehr schicker Treffer. Lässt sich natürlich noch da anstellen, um hier alle noch mehr abzusichern. Und jetzt einfach nicht weiß, wo die sind. Weil du jetzt auch nicht mehr endlos Treibstoff hast. Aber wenn es auch Plan läuft, kriegen wir vielleicht den Flughafen da demnächst. So, das wärt ihr. Dann haben wir noch die südliche Luftwaffe und genügend Einheiten aus dem Hinterland, die alle noch sonst wohin können. Südliche Luftwaffe. Ihr solltet natürlich am besten hier dann eigentlich doch noch abschießen. Also die sind ja schon geschwächt und können gar nicht mehr so viel Stress machen für den Moment. Also wer ist hier denn noch so aktiv? Ja, 5-0, 5-0. So wie die stehen, könnt ihr mir vorstellen, dass da auch noch einer steht. Wir können hier noch einen Aufklärer rumschicken. Da steht einer, aber ich glaube es eigentlich nicht. Dann hätten wir hier zwei Jäger.
Männer sind 4 Jäger. Plus Bomberunterstützung. Bomber könnte natürlich hier noch aushelfen. Also eh, die sich da groß wegbewegen. Die zwei weg. Hätte natürlich eine sehr Entspannung zur Folge. Man kann natürlich auch hoffen, dass einer den so... Brauchen wahrscheinlich zwei. Auch noch ein Jäger. War nicht so stark ist. Okay, du könntest im Zweifel... Also sonst würde ich sagen, machen wir da was weg. Und im Zweifel dann aushelfen, wenn irgendeiner es knapp nicht schafft. Dass er den dann noch fertig abschießt. Das war schon mal sehr schön. Ein Jäger da unten weniger. Ich glaube, das war auch die erste nennenswerte Einheit, die vernichtet wurde. So wird es halt ein bisschen Massenware. Also auch zwei da vorne hinschicken und den da abzuschießen. Wenn ich frage, wer ist denn der Gefährliche? Ihr habt 14. Luft, der hat 8. AirTag. Der hat 10. Er hat 8. Ich will sagen, du bist eigentlich mit der gefährlichste. Rein von dem Wert da ausgehen, muss natürlich die Air Defense noch einberechnen. Da ist der stärker. Gut, wir lassen 5 zu 1. Könntest du natürlich mit dem Schwachen dann hoffentlich wegkriegen. Und dann hätten wir noch zwei, die hier offensiv vielleicht noch einen rausschießen können. Autsch, da hat auch zwei selber kassiert. Aber dann ist der weg. Auch beide noch Treibstoff und Munition. Dann könntet ihr hier hinten zum Beispiel einfach den noch wegschießen, hoffe ich. Je weniger bei ihm her in der Luft herumfliegt, desto länger leben ja auch unsere Einheiten auf Transportern und so einem Kram. Das war ja mal gar nichts. Die einzig gute Nachricht ist, dass du selbst keinen Schaden erleidest. Dann haben wir mal die zwei Jäger. So, der Bomber soll man hier hinten... Bomber gefühlt eigentlich auch schon. Naja, demnächst. Luftunterstützung könnt ihr da auch. Wobei ihr müsst natürlich in relativer Nähe bleiben, in Reichweite. 3, 4, 6, 8, 10. Okay, es könnte so gerade reichen. Treibstoff hast du ja. 2, 4, 6, 8, 10. Würde durchaus reichen. Dem, sonst macht den mal weg. Oder den hier. Zumindest schwächen, dass er einen Satz weniger Treibstoff und Munition hat. Dass er nicht so ganz weit wegkommt. Ist natürlich aus einem ähnlichen Grund den da treffen. Ja, und die Pack könnte man auch noch so versuchen zu treffen. Weil der hat eh genügend Munition für alles, was er will. Leider keinen Treffer auf die Pack. Das ist jetzt natürlich massiv unterdrückt. Ja gut, wenn man da jetzt irgendwie gehauen hätte, sich ja vielleicht doch noch lohnen können. Deswegen muss man eigentlich die Luftwaffenzüge häufig abwarten, wenn wieder genau so ein Kram passiert. Tja, und du? Ich natürlich hier einfach auf die Artillerie stellen, um die ein bisschen abzusichern. Gut, was haben wir dann sonst noch so in unserem Hinterland? Der Harry Vichys. Das Ding. Mitkommen, du kannst mitkommen. Machen wir noch fit. Oben erstmal aufpassen, mit dem ist nicht viel los. Du
Schiff? Nee, es wird ziemlich lange dauern. Ja, nur staut ihr euch alle. Also man kann natürlich testweise einmal hier auf den Zug reinstellen, aber ich glaube, der kann da nicht aussteigen. Da müsst ihr halt nächstes Mal wieder rausfahren, aber wir haben eh genügend Artillerie, die auch noch irgendwie auf den Zug wartet. Mal testen. Ich glaube aber nicht, dass es klappt. Kannst gegen die Minen vorgehen, aber das kostet. Deswegen musst du das nicht. Lass den angeblich treffen, aber dann könnte der nächstes Mal zurückhauen. Deswegen muss es auch nicht sein. Jo, wir warten hier auf Städte, die frei werden. Gibt ja hier zur Not alles in Reichweite. Aber. Ja. Da wäre auch noch irgendwas. Oder hier, wenn man das freischlägt. Noch können die ganzen Züge da nichts machen. Warte es da ab. Hinten wartet, glaube ich, auch. Also solltest du auf den Zug. Und hier auch dann einfach mit zwischen parken und warten. Du solltest, ja, musst du auch auf den Zug. Dann sind die Züge sogar schon alle belegt. Angriff lohnt nicht, die Schiffe können da stehen bleiben. Die Züge müssen warten. Jetzt hast du schon gar keinen mehr. Nichts machen, du das noch nach vorne. Du. Könnte man noch versuchen. Ja gut, immerhin auch tatsächlich 2-1 ausgegangen. Ihr guckt hier hinten. Weiter, dass ihr hier keinen Gegner spawnt. Ganz gut, dass ja ihr wartet auch hier, aber wir sind halt keine Züge mehr frei. Müsst ihr bitte einfach einen Moment warten. Ja, vermisst. Der kriegt ja jetzt auch gar keinen. Der andere Pio. Sonst, ja gut, wir müssen eigentlich einen Zug freikriegen für den demnächst. Weil der Panzer, der sollte hier aussteigen. Dann der nächste Mal auf den Zug. Und irgendwie gegen was anderes geupgradet werden. Panzer nach Afrika schicken, ich weiß nicht. Irgendwas, was haben wir denn? 4F? Oder den 3H? Eindruck, dass der 3H gerade besser ist. Und mehr Initiative. Der Hard Attack. Ne, oder aber nicht ganz so viel Soft Attack. Auch deutlich teurer. Und du wirst mal zu so einem Ding. Den kannst du nächstes Mal dann noch auf den Zug. Ihr wartet hier ein bisschen. Auch an der Mangelung von Zügen. Du kannst schon mal mit nach vorne. Die warten da ab. Ist ja ein bisschen vorsichtig ranfahren, aber wir müssen noch auf mehr Schiffe warten. Die Fallis warten hier auch noch einen Moment. Werdet erstmal geheilt. Hier kommt noch an. Das da rein und auftanken. Das muss nicht sein. Der Angriff muss nicht sein. Ihr könnt noch nach vorne. Ganz selber. Ja gut, dann. Aber der ist doch auch noch da. Also irgendwas bei der Zählung wo schief gegangen. Ist ein einfacher Infanterist. Das natürlich hier einfach aussteigen. Und da ist doch auch noch ein. Nein, nicht du dahin. Du kannst mal von da fliegen. Achso, der kann gar nicht mehr. Okay, nee, passt. Wobei, nee, hier sind doch noch Einheiten. Die ganzen Züge sind halt ein Problem. Aber, nee, okay, hier ist noch genügend Zeug.
eigentlich auch einen Transporter, dann nutzt den erstmal. Und du wartest hier auf den Zug. Geht ihr hier aber wirklich, ihr wartet auf den Zug? Nochmal so durchgehen, aber ich glaube, die sind alle halbwegs in Bewegung und nächstes Mal brauchen wir wirklich. Müssen wir mit den Aufklärern Orte einnehmen, also das da. Und da was parken da, aber das wird wahrscheinlich jetzt nicht funktionieren. Den rein und wieder raus. Hätten wir vielleicht bis zu 3 Züge, die hier entladen werden können, möglichst frontnah. Und damit kann man dann langsam arbeiten. Ich würde auch sehen, was eine Luftwaffe so anstellt. Okay, und ihr auch einfach vorstoßen. Ja, eigentlich human. Ah, hier wird ein bisschen schwierig ranzukommen. Aber darum kämpfen und schnell in Richtung Kiewer Kessel. Hier irgendwie weitermachen bei Odessa. Und ihr mal sehen, sehr frustrierend, dass der jetzt überhaupt nicht wirklich getroffen wurde. Ja, die müsste irgendwie aufgetankt werden. Dass man noch nichts gegen die britischen Flieger machen kann. Und wie lange es dauert, bis die italienischen Schiffe alle mal da sind. Naja, dann ein paar Züge. Gut, ich denke, das wäre soweit. Dem können wir da auch noch nichts machen. Also im Wesentlichen haben wir dann 2 Jäger. Mann, jetzt. Ist noch Rumänien? Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, schreiben wir mal Nordrumänien, Bessarabien, irgendwo in der Ecke da. Ich glaube, er wird wissen, wer hier gemeint sind. Das andere war alles Kleinkram und da unten wurde nichts weiter versenkt. Der Zerstörer hat ja auch überlebt. Jo, dann würde ich an dieser Stelle aber auch erstmal wieder sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Schaut auch bei Dudeman mit rein und dann bis zur nächsten Folge. Bis dann.